Baumol ist ein schmackhafter Verwandter des Lachses und kommt ausschließlich im sibirischen Baikalsee vor, einem der schönsten und tiefsten, (1,6 Kilometer) Seen der Welt. Für die traditionsgemäße Zubereitung dieses Gerichts würde man sibirischen Wildblütenhonig benötigen und den Fisch über einem offenen Reisigfeuer braten. Wir müssen uns hier mit gewöhnlichem Honig, bestem schottischen Lachs und einem Holz-, Kohle- oder Elektrogrill begnügen. Für 6 Personen bei der Zubereitung im Herd Alufolie mit etwas Sonnenblumenöl bepinseln und den Lachs mit der Hautseite nach unten darauf legen. Den Fisch auf ein Backblech legen. Das restliche Öl, den Senf, den Honig, die Zitronenschale, den Zitronensaft und den gehackten Dill vermischen. Den Fisch großzügig mit dieser Marinade bepinseln. Den Grill des Ofens vorheizen. Den Fisch in ca. 13 cm Abstand von den Grillstäben ca. 10 garen. Der Fisch kann auch auf dem Holzkohlegrill zubereitet werden, wobei man dann die Aluminiumfolie auch weglassen kann. Auf eine Anrichteplatte legen und vor dem Servieren mit Dillzweigen garnieren.